Gehen wir jetzt zu unserem zweiten großen Bereich, dem Gefühlszentrum. Der Überbegriff dafür in der WTU ist eigentlich Arts and Martial Arts oder abgekürzt AMA, AMA. Diesen Bereich bezeichnen wir auch als Weg mit Herz und zu diesem Bereich zählen wir auch die sogenannten WTU-Feste. Was heißt jetzt eigentlich mit dem Gefühlszentrum arbeiten? Was macht das Gefühlszentrum? In unserer Kultur und in vielen Kulturen dieser Welt ist ein Synonym für das Gefühlszentrum das Herz und das sagt es eigentlich sehr gut. Was machen wir also? Wir beginnen die Wirklichkeit nicht über eine physische Bewegung zu erfassen. Wir beginnen die Wirklichkeit nicht über unsere Sinne und dem Denkzentrum zu interpretieren. Nein, sondern das Gefühl dringt in das Wesen der Dinge ein. Es beginnt das Wesen der Dinge, der Lebewesen, der Orte, der Objekte, der Situationen zu erfassen. Wie schult man das Gefühlszentrum? Man schult es mit Aktivitäten, die einem das Wesen spüren lassen. Und dort sind wir im Bereich der Kreativität und der Gemeinschaft. Künstlerische Aktivitäten, wirklich schöpferische künstlerische Aktivitäten jeder Art, gemeinschaftliche Aktivitäten mit seinem Feiern, mit seinem sich freuen, zusammen Spaß haben und natürlich aus dem Grund ein weiterer Bereich, der zum Gefühlszentrum gehört, den wir unter WTU Tantra Bezeichnung Wissen und Umgang mit menschlicher Sexualität.